Part Nummer 16 hier zu Fire Emblem Fates Offenbarung und wir schlagen uns gar nicht mal so schlecht hier durch. Darf man so anmerken noch? Nee, es läuft und läuft. Relativ gut, würde man behaupten. Jetzt kurz hier nochmal heilen. Du, Heilung. Für Sakura. Jo. Da haben wir die Frage. Okay, geht's mal hier durch. Hier unten ist noch nichts kaputt. Okay, sehr schön. Also hier mal die Frage, was soll man da sich großartig riskieren halt? Noch mal ein bisschen mehr aufzudecken. Ist halt doch. Es ist ein Risiko, das muss man so sagen. Aber denk mal, das Risiko ist eben ein bisschen geringer. Der Schnee auf dem Hintergrund, wie riesig er einfach aussieht, wa? So, keiner da. Okay. Nach unten durch, weil hier ist garantiert noch irgendwo etwas. Offenbar aber trotzdem nur einer. Meisterlanze. Naja, er macht nur 10 Damage. Jetzt zumindest. Wir machen nachher plötzlich mehr. Haben wir auch schon gesehen. Insofern. Ja, komm, Panzerbrecher und sicher bin ich. Also. Wenn ich Gundam gar nicht trainieren möchte. Aber besser als nichts. So. Ihn noch ein bisschen zerstören, obwohl ich bezweifle, dass noch irgendein Typ darunter ist. Aber man kann ja nie wissen. Seht ihr? War doch noch einer darunter. Mit dem Herzsiegel sogar. Leck mich am Arsch. Ja, da heißt im Prinzip, dass im Osten dieses Gebiet, so wie wir schon mal dann meistens Schnee weggeräumt haben, das meiste Eis. Aber rein theoretisch könnte hier drunter noch, oder vor allem hier, denke ich mal, könnte noch einer sein. Ich bin eigentlich relativ in der Nähe, wa? Ja. Ist halt die Frage, einerseits denke ich mir so, aber wenn da was drunter ist, so scheißegal, andererseits. Und im Nachhinein doch ankotzt, wenn da was gewesen wäre und ich mir so einfach dachte, nö, was soll's, shit happens. Deswegen gehen wir mal da runter und gucken nach, was da sein könnte. Die Gegner hier ganz ehrlich sind schon ein bisschen, ja, sehr schwach sogar. Nichts. Okay. Ja. Sinnlos von dem her. Das Haus, da kann doch gar nichts sein, war gar nicht möglich. Dann nach oben. Wir haben uns loben. Aber sicher nicht mehr heute. Thank you very, very much. So. Jetzt sind wir hier oben. Nochmal hier ein bisschen durchmogeln. Oh, scheiße. Oh, bin so weit weg, komme ich gar nicht hin. Okay, ein Eisbogen kann er gerade verwenden, okay. Ja, dann geht's ja, da hat er gerade von wegen. Oh, scheiße. Aber Gunther doppelt nichts. Der macht 4 Schaden.
da ist eigentlich relativ wenig. Der macht ein bisschen mehr Damage. Wenn sie nach Case angreifen würden. So, alles schon mal weg. Dass der andere Case killt, ist doch relativ unwahrscheinlich. Aber was, man sieht es auch hier wieder, also was ich hier wieder gemacht habe. Und Asura in der Nähe ist schon ziemlich riskant. Und tschüss mit dir, ich hab die Schnauze voll von deinem Face. Eisenbogen für einen Schützenwolf, den wir irgendwo bekommen sollten. Irgendwann nach Dutzenden von Jahren. So. Schnell heilen. Wieder kurz Zug überspringen, kein Risiko eingehen. Wir haben eh nicht mehr viel vor uns, Leute. Wir haben es bald geschafft. Zum Glück endlich mal. So, seht ihr, geht doch ganz gut. So, das kann ich natürlich als Michael direkt machen, weil viel ist hier sowieso nicht mehr. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen unverhohner, gebe ich gerne zu. Komm, da ist nicht mehr. Da ist echt nichts mehr. Keine Sorgen machen. Oh. Wir müssen weiter. Ja, auch nur mit einem Konstrukt unpassierbar. Es geht mir doch langsam zu denken, Freunde. Wir sind jetzt durch. Ist auch wiederum niemand. Kann natürlich sein, hier vermute ich auch eher weniger, aber es hier noch etwas wäre, war und dann sind wir bereits hier, also. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja, auch sehr praktisch gewesen von mir gerade. Ups. Ja, was hier wieder los ist, war. Gut, hier kommt sowieso keiner vorbei, das ist nur das Positive. Erstmal gucken, den Eisenschwert, Eisenlanz, okay, der hat einen Donner, der hat Mjölnir. Mjölnir, das ist nicht geil. Hm, erstmal den Magier wegmachen. Hier noch den Weg blockieren. 14%. Da ist relativ viel, wenn man das so sagen darf. Oh, Dragonstorm finde ich aber. Und Mjölnir gehört uns. Ah ja, du wirst erfreuen. Hm. Crit? Crit! Ich liebe es, wenn ein Crit aufgeht. Wir haben so dreckig gedacht. Zum Angriff! Daneben! Zum Gegenangriff! Voll getroffen! So machen. I'm with you! Und Level 9? Yo! Ja, seht, wir kriegen zumindest Case noch gut trainiert. Ja, denke echt, auch mit Hayate noch zu trainieren hier. Wäre, glaube ich, doch noch ein bisschen viel gewesen. Im Sinne von, dass es noch ein bisschen unrealistisch wäre. Haben wir noch Schönes? Wir haben ein paar Donuts, die bereits mal anlocken. Wäre eine Variante, weil. Natürlich nur 12 Resistenz, ja. Und so viel wie erwartet. Case hat ein bisschen mehr. Die Pforten sind geöffnet.
Mach sie Platz, Tsubaki, du kannst das schon. Immer so schreien müssen. So, Problem ist, Asura instellen wegen... Wäre doof. Will ich nicht. Die hatten Donner. Alles gedonnert. Alter, die machen ja gar nichts. Wird vielleicht echt Casey noch zur Schlüsselfigur im Kampf gegen Iago? Mann, wie ist das schon wieder? Iago, der war der andere Typi. Mann! Naja, wird abgeblockt, kein Problem. Habe ich doch alles schon geplant. Denkt ihr echt, ich wäre so doof. Zola, danke schön, Zola. Ja, ich muss ja bloß an Dingsbums denken. Zola, Blue Dragon, so. Mir einen Angriff, den Namen zu merken. Okay, kann ich gar nicht zerstören, interessant. Und auch der Angriff wird geblockt. Can I help? Yes! We can do it! Und Zola macht immer noch nichts. Ah, nee, ich bin ein Trottel, wo dann heilen. Ja, gut, macht Case gerade selber. Der sein können, Freunde. So, er hat neues Verrater plus Meistersiegel. Let's go. Würde auch sagen, Freunde, let's go! Let's go, Buddies, let's go! Nächsten Zug sind sie alle down! Ich war vielleicht Asura nochmal. Sakura kommt natürlich jetzt schon ein bisschen wenig zum Zuge, hä? Ist ein bisschen unpraktisch gewesen, diese aufzuteilen. Obwohl ich eigentlich zuvor noch eine gute Idee fand. Na, aber hat's geheilt, schön. Nehm ich halt das Blütenfest. So, jetzt war's aber. Jo. Das könnte echt noch Case machen, wa? Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen viel Damage, dann mache ich rein für den Schaden. Nur 15! Ah, das sieht schon besser aus. Ja, du, 2x 15. Ui. Das ist doch ein schöner Move. Kageros Pfeil. Boah. Wow. Trifft uns auch 20%. Hohohihihihi. Ihr könnt mich niemals besiegen. Ja, das hast du schon mal gesagt, Kumpel. I believe in you. I believe in myself. In myself. Voll geschwächt, wa? Ja, Kageros Pfeil. Fähigkeit für deine Resistenz. Sehr geil. Ich würde sagen, Asura. Sing nochmal für sie und dann wird es sein, dass wir das hier endlich beenden. Entweder mit Case oder Michael, je nachdem halt, wer gerade ein bisschen schneller ist. Eisenschuriken Finisher. Das war ein letzter Streich. Scheiße. Ja, das glaube ich aber nicht. Das schwächt nur eine Illusion. So ist es. So war es. Level 10. Okay. Endlich mal. Ein bisschen mehr Speed, Stärke, ein bisschen mehr Fähigkeit wäre ganz nett. Glück, Verteilung, Resistenz, ja. Vergiftete Klinge, oh yes. Das war's. Erstmal das ganze Zeug wegschicken. Neue Klasse. Ah, wegen Meistersiegel, deswegen hatte ich gerade Heavy Support neu. Aber ist egal, wir setzen fortfahren. Wir haben's geschafft, Freunde! Z hat für Verzug 51 Züge. It's over. Wir haben gewonnen. Du kannst ja den kommen, Zola. Sag uns, wo der Erzherzog ist. Na, glaubst du wirklich, das wäre so einfach? Was für ein kleiner, naiver Junge du doch bist. Ich hab immer einen Fluchtplan. Was?
Na, sieh mal, wer meine zaubernde Geisel ist. Michael! Mann, ey, die stand neben uns. Ich habe so, was macht er da? Was? Was macht er mit Sakura? Oh, scheiße, ist eine Geisel. So kam es mir gerade vor. So, ich bin zu doof, um das zu raffen. Sakura! Ja, Sakura! 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 Egal. Lass sie gehen, Sola. Willst du wirklich so tief sinken? Verhalte dich ehrenhaft. Pfeif auf Ehre. Ich gewinne lieber, als ehrenhaft zu sein. Schließlich schreibt der Gewinner die Geschichte. Und jetzt legt eure Waffen nieder. Tut es nicht, wie das Mädchen. Das kann nicht sein. Diese Magie. Typ mit drei Buchstaben. Hör ernst, oder? Contemptible fool. Es ist Leo! Okay. Entweder der Nächste sich uns anschließt, oder aber... Schlimmeres. Du warst der schlimmste Abschaum, Zola. Ich kann da gar nichts zu verstecken. Du warst eine Schande für die Aminos. Ich wusste es. Ich wusste, dass du es warst, Leo. Danke, dass du Sakura gerettet hast. Leo. Leo, schließ dich uns an. Wir können dich mir vorstellen, den Kampf gut gebrauchen. Ich kämpfe nicht gegen Noor. Ich habe etwas Schreckliches erfahren. Wovon sprichst du? Yeah. Nachdem ich mich für keine Seite entschied, erfuhr ich, dass König Gowen. Er wird von jemandem manipuliert. Was? Woher weiß er das? Hör gut zu. Er wollte diesen Krieg mit Toshido gar nicht führen. Er wird von unserem wahren Feind kontrolliert. Jemand, der hinter den Kulissen die Strippen zieht. Wir sollen uns auf diesen unsichtbaren Feind konzentrieren. Ich verstehe. Dann sagen wir, wer die Strippen zieht. Ups. Ja, wir können natürlich mitnehmen, ne? Dann sieht er alles direkt, ne? Aber Problem ist, kann es auch keinem mehr erzählen. Nennen wir den Namen des Drahtziehers. Ja, willst du das mich auflösen? Es tut mir leid, Leo. Ich kann nicht sagen, wer es ist. Beziehungsweise, ich darf es nicht sagen. Das überrascht mich nicht. Warum verschwende ich überhaupt meine Zeit damit, mir dein Geschwätz anzuhören? Leo, bitte warte! Ich kann im Moment nicht viel sagen, aber... Du bist ein Verräter. Ich will deine Entschuldigung nicht hören. Was? Gab es etwa immer noch nicht an meine guten Absichten? Lass mich eines klarstellen. Du hast deine Familie im Stich gelassen, ich erweise dir die gleiche Ehre. Ich sehe dich nicht mehr als meinen Bruder an. Ich kam nur, um diesen widerlichen Magen zu beseitigen. Wir legen unsere Differenzen andermal bei. Oh je, oh je, oh je. Naja. Was kann großartig erwarten? Wir sagen ja nicht die Wahrheit, wir können es nicht sagen, okay, aber wir sagen es ja nicht. Und dass er deswegen... Es ist zu verstehen, dass er... Ja. Keine Sorge, Asura, mir geht es gut. Er hat wohl nicht direkt auf mich gezielt. Die Tür diesem Bankettsaal hat schon mal besser ausgesehen. Los, Michael. Der Herzherzog müsste dort drin sein. Zusammen mit diesem lächerlichen, oshidischen Prinzen, Takumi. Was? Meinst du etwa... Warte, Leo! Leo. Michael! Der Bankettsaal ist voller Leute, sind alle gefesselt. Das ist nicht dein Ernst. Du bist hier, du bist endlich hier. Einer kamst du, mich zu retten. Hab vielen Dank, du rettest mir mal das Leben. Ich bin halb verhungert, mein Magen genommen schon seit Stunden. Seid ihr der wahre Erzherzog von Izumo? Natürlich bin ich das. Erzherzog Isana, erster göttlichen Blutlinie, Nachkomm... Entschuldigt, Erzherzog, aber das haben wir schon gehört. Ein Teil mit Aussagen für die beste Frisur? Ja. Schade. Er ist sogar noch informeller als der Blender. Ah, die schöne Prinzessin Sakura. Ich glaube, dein Bruder muss sie auch irgendwo stecken. Hat ähnliches Zeug gemacht wie ich. Er ist gewiss mindestens genauso hungrig. Ist Takumi wirklich hier? Hm? Takumi, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Sakura? Und Mike Nasura? Was macht ihr alle hier? Nun, ich beschloss, an der Seite von Michael zu kämpfen. Was? Sakura, du stehst auch gegen Hoshido? Ryuma wird im Boden zerstört sein. Nein, das tue ich nicht und Michael auch nicht. Niemand hier, ehrlich gesagt, keiner von uns wird gegen Hoshido kämpfen. Michael sagt, dass er etwas Schlimmeres vor dort geht als der Angriff von Noors. Er kann es nicht erklären, aber vertraue ihm. Takumi, bitte vertraue du ihm auch. Takumi. Verzeih, wenn ich diese schäbigen Erklärungen nicht einmal so schlucke. Sakura glaubt ihr deine Geschichten vielleicht, ich allerdings nicht. Ich verstehe. Nein, 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 so geht das nicht, ganz und gar nicht. Du verstehst es völlig falsch, Prinz Takumi.
Wovon redet ihr? Verstecke mich jetzt nicht in Details, aber schließ dich Michael an. Das zählen mir die Götter. Ich habe gerade prophetisches Zeugs empfangen. Wie prophetisches Zeugs? Ich glaube kaum, dass wichtige Prophezeiungen einfach so passieren. Wer ist hier der Hüter der Prophezeiungen, du oder ich? Sie kommen. Wenn sie wollen. Würdest du wirklich die Anordnung der Götter ignorieren? Ich weiß, ihr sagt das, aber wie kann ich mich jemand anschließen, der gegen sein Heimatland ist? Ich bin froh, dass sie uns geredet haben, aber ich kann Michael nicht trauen. Du bist aber auch eine harte Nuss. Was mach ich denn mit dir? Ich will dich wie ein Geschütz aufhaben, wenn ein wenig mehr Prophezeiung nötig ist. Nun, Prinz Sakumi, dann soll es so sein. Noch ist nicht alles sichtbar. Die Wahrheit liegt tief verborgen. Der eine auf der Wasseroberfläche, der alles weiß, ist der wahre Feind. Puh, bitteschön. Die Götter wollen wir jetzt zu dir sprechen, Prinz Takumi. Prinz Michael ist nicht dein Feind. Ja. Was ist dann? Was sagte Sakura vorhin? Dass Michael das über unseren wahren Feind weiß? Ja, noch kann ich nicht alles erklären, aber Erzherzog Isano hat recht. Wir kamen nach Izumo, um einen Weg zu finden, diesen Feind zu besiegen. Oh, richtig. Ihr wolltet etwas über das Flammenziegel erfahren? Tut mir leid, aber ich weiß absolut nichts darüber. Wie könnt ihr wissen, dass wir euch dann erfahren wollten? Vorahnungen? Prophezeiungen? Hast du gar nicht aufgepasst? Kann doch zwar nicht mit dem Flammenziegel helfen, aber die Familie hat folgende Worte von Generation zu Generation weitergegeben. Wir zeigen dem, der Licht und finden es meidet, einen anderen Weg. Bitte, da habt ihr's. Wenn dich Toshido wäre und nur die Finsternis, entscheiden wir uns für das Graue? Was soll das bedeuten? Ist Michael etwa der, der Licht und Finsternis meidet? Ich denke ja. Daher muss ich euch einen neuen Weg aufzeigen. Entschuldigt mich, ich halte eine Zeremonie ab und bitte einen alten Gott um Hilfe. Etwa jetzt? Yep. Yep. Wie das sagt, so. Yep. Das Glück ist mit den Tapferen, das Eisenei schmieden und so. Kappe-Dingsbums. Ich will diese kleine Zeremonie auf jeden Fall schnell hinter mich bringen. Die alten Götter sind nicht gerade hübsch anzusehen. Ich hoffe, er kehrt mit nützlichen Hinweisen zurück. Yeah. Ich bin sicher, das wird er. Wir müssen im Vertrauen hier auf ihn warten. Och, Takumi. Entschuldigt, dass ich euch warten ließ. Erzherzog, stimmt das nicht? Ich sehe völlig erschöpft aus. Ich hatte einen Plausch mit einem alten Gott. Nicht mal ich habe es verstanden. Er sagte so etwas. Geh und finde den Drachen. Huh? Den Drachen? Ich bin sicher, er kommt irgendwann drauf. Ich hoffe, dass er es schafft. Schließlich glaube ich, Oh, ich kann mein Leben für diese Nachricht. Was? Das ist ein Übersetzungsfehler. Ja, ich kann mein Leben für diese Nachricht. Was? Sterbt ihr etwa? Wie kann das passieren? Nun, die Zeremonie, die ich abhielt, hat mir viel abverlangt. Jeden Nachricht hat ihren Preis und diese war mein Leben. Es würde mir gefallen, wenn ein Sänger ein Leben mein edles Opfer schriebe. Oh, Prinz Takumi, ich habe dich vorhin schon gebeten, aber sei so gut und hilf Michael, ja. Aber ich... Was, bist du eben noch nicht gewillt? Ich sterbe hier und du bist dir nicht sicher. Wenn du es nicht tust, kommst du aus Geist zurück und suche dich heim, für immer. So. Wie das sogar im Sterben noch Witze machen kann. Erzherzog. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Macht's gut. Okay, der wird in Offenbarung also nicht uns beitreten. Warum hat er uns nicht gesagt, dass es ihm das Leben kosten würde? Warum? Oh, Isana. Er gab sein Leben für das Wohl aller. Er war ein bewundernswerter Mann. Und ein bisschen verrückt. Es tut mir so leid, das ist alles meine Schuld. Hätte ich nicht diesen Weg gewählt, wäre der Erzherzog jetzt noch am Leben. Das stimmt sogar. Mir war der Preis meiner Tat nicht bewusst, so sehr ich auch an sie glaube. Halt an diesem Glauben fest. Lass ein Opfer nicht umsonst gewesen sein. Takumi, hör zu. Ich helfe dir, deine Mission zu erfüllen. Ich kämpfe an deiner Seite. Schließlich war das der letzte Wunsch des Erzherzogs. Ich komme mit dir, Bruder. Danke, Takumi. Ich werde dich nicht enttäuschen. Aber Milord Trioma geht! Takumi gehen müssen wir mal mit! Ja, er ist einfach also Milord Takumi getrennt zu sein. Oh, yeah, man! Sie ist back to action! Alter, die war im Vermächtnis so stark, die kommt garantiert wieder mit. Bin ich dafür. Daumen hoch. Und wer seid ihr?
Mein Name ist Hidata! Ist zwar ein weiblicher Name, ist mir scheißegal. Ich bin einer von Milords Takumis Getreuen. Ich bin ein Meister des Katana. Wenn man so sagen darf. Im Kampf bin ich unschlagbar. Mein Name ist Oboro. Wie Hinata bin ich eine Getreue von Milord Takumi. Ich will nur in die vermeiden. Und Zusammenarbeit mit Milord Takumis Willen. Ja, schön, dass ihr da seid. Interessant, wa? Blick gerade. Mit Sakura haben wir als Begleitung Tsubaki. Der ist ja ein direkter Diener von ihr, wenn man so will, oder? Und ist jetzt bei uns dabei, wo ich gesagt habe, jo, der passt eigentlich ins Team, soweit kann man mitnehmen. Jetzt haben wir Takumi als weiteren Prinzen und auch wieder eine getreue Oboro im Team. Boah, das könnte so aufgehen, wa? Bei uns ist es eigentlich Case, obwohl er ist eigentlich bei Ryoma. Ah, doch, es geht auf. Ein schweres Opfer, wir haben einen weiteren Prinzen bei uns! Ja, Mann, Liu ist noch nicht, ich hoffe, der kommt auch bald mal. Oboro mit dem Eisenaginata, oh, der war auch schon Rang C. Gut, ich denke mal, werde ich natürlich offscreen ein bisschen gucken in den Waffen und so weiter. Hoffentlich auch Hayato noch trainieren können, aber man merkt schon langsam, aber sicher, es wird knapp in Einheiten. Im Schluss wird mal 15 maximal, war. Interessant, wir haben bisher immer nur zwei aus Hoshido, wenn man so will. Sakura und Takumi. Prinzen aus Hoshido. Ich meine, Asura zählt sowieso nichts. Von diesen beiden königreichen Herden haben wir halt noch, ich überlege echt gerade. Sakura und Takumi, fehlen noch zwei. Hinoka und Ryoma. Dann haben wir natürlich noch vier Geschwister in Noor, falls sie auch mitkommen. Sidlas eventuell nach, weil besser vorne und so weiter. Und ach du Scheiße. Gunther fliegt raus. Hinata ziemlich sicher auch, obwohl. Oh, der Level 10 gar nicht mal so schlecht vom Werten her. Er ist schnell. Warte mal ganz kurz. Tsubaki direkt vergleichen. Ja, schnell Tsubaki. Das Problem ist halt, Hanna und Hinata sind beide gleich stark, logischerweise. Das ist ganz extrapoliert wegen 6 Leveln noch so, aber er hat natürlich auch Vorteil. Wenn natürlich Ryoma schon ein Team haben nachher, wieder mal. Und Taku mit seinem Fujinyumi, eine heilige Waffe, Fähigkeit, Alter, wir kriegen wir nichts. Wieder geil werden. Aber denke echt, ja. Michael, Asura, Sakura. Tsubaki, Case, Oboro, Takumi und Hayato momentan. Gunther, wie gesagt, ist noch Platz, kann ich jetzt herausnehmen. Als Unterstützung, sie haben aber einfach einen Schwerkämpfer wieder. Ja, ich hätte eigentlich Hinata, aber guck mal die Werte an, he? Erzschritt, wenn die Einheit Level 7. Was kann der im Vergleich? Nix. Alter, Oboro, aber die Verteidigung wieder mal, wie übel. Jo. Ich wollte sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part dann, wenn wir noch ein bisschen Gespräche führen wieder mal. Es sind nicht so viele zum Glück. Bis dahin dann obst genau ein paar Waffen ausrüsten, hier und da noch was machen und dann will man sagen. Einmal ganz kurz, wenn jetzt Prinz nur immer noch war. Da war ansonsten hier kein Einfluss, war. Interessant. Jo, alles weitere sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Bei Kapitel 11, was sicher. Auch übel wir. Meine, jetzt haben wir Takumi als Schützen. Okay. Wir haben schon Pegasus-Ritter. Mhm. Wann kommen die ersten Einheiten aus Noor zu uns? Vor allem Silas, da fehlt mir langsam ein bisschen. Elise. Wir haben schon Sakura. Und ähnliche Einheiten. Na, werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen!